Wir sind ganz nah dran, ganz nah an Crate. An unserem ersten Endboss. Es dauert nicht mehr lang. Uah. Hilfe. Die Musik bleibt cool. Ganz im Gegensatz zu mir. Ja, ganz ehrlich, ich hasse Crate. Ich hasse Crate wirklich, weil ich komme mit dem nicht klar. Oh. Oh la la. Wie komme ich zu dir, Morscheri? Huh. Zu dir will ich unbedingt. Ah, halt mal. Eventuell. Ah, ja, halt. Ah, ich bin ein Idiot. Ich habe nämlich vorhin wieder. Ich kriege es halt noch auf die Reihe. Ich habe vorhin nämlich wieder Super Metroid gespielt. Und da hat man nur. Nicht Super Metroid, sondern Metroid. Ich krieg's nicht auf die Reihe, das ist Wahnsinn. Wisst ihr, was das Dümmste gerade ist? Ich kann auch einfach so machen. Ich habe gerade. Ja, ich habe vorhin gerade Metroid Prime wieder gespielt, das 2. Und man hat nur 3 Bomben, das ist das Problem. Und da denke ich mal Bombensprung, aber naja, egal. Unbekanntes Objekt Nummer 2. Was? Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellen Anzug inkompatibel. Aber ihr habt gesehen, es war ein diverses Upgrade. Natürlich werden die irgendwann noch nützlich, also gescheit wirklich nützlich. Also wir haben ein Beam-Upgrade, das wir noch nicht wissen. Ja. Und wir haben ein diverses Upgrades, das wir nicht wissen, das ist dann. Ja, das könnte es sein. Egal. Auf jeden Fall. Mistviechers. Okay. Einfach mal hier durch. Das geht auch mit Bomben. Ah, da wären Raketen. Okay. Nett zu wissen. Jetzt frage ich mich gerade nur, warum es manchmal stockt. Hm. Im Hintergrund läuft nichts, ne? Nee, soweit ich. Nee, im Hintergrund läuft gar nichts. Hoch bitte. Hoch! Okay. Ich dachte, man kann hier wieder hoch zu der roten Tür, aber. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was bist denn du? Kleiner Blubbel. Ich krieg. So langsam krieg ich Bammel. Wie schon gesagt, ich kann Crate nicht. Ich kann Crate wirklich nicht. Ich bin für Crate viel zu unbegabt. Ridley oder Ridley. Mein Gott, da wickst du einfach nur deine Raketen oder Granaten rein, aber. Bei Crate ist zwar nichts anderes, aber. Irgendwo schon. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nö. Da geht aber irgendwo noch ein Gang nach oben bestimmt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ein Speicherraum. Oh. Mein Lebensretter. Nee, aber ernsthaft jetzt. Ich habe Angst, dass ich failen werde. Hier geht's runter. Will ich runter? Ich will runter. Ich will nicht runter! Verdammt. Oh la la! Und das direkt neben Crate. Okay. Damit wäre wohl geklärt, welche Blöcke wir nach. Die lassen ihre Augen fallen. Okay. Welche Blöcke wir nach Crate kaputt machen können. Oh mein Gott. Nein. Was machst du? Achso. Och nö, ne? Ich dachte, jetzt hätte ich da noch so einen schönen Bogen. Ach, warum bin ich da durchgegangen? Warum bin ich da runtergesprungen? Nein! Okay, meine lieben Leute, Freunde, was weiß ich. Das hier ist Crate. Hallöchen! Achso, ja klar.
Jetzt mach dein Maul auf, bitte. Hallo. Mach die Gusche auf. Ah, sollst dein Maul aufmachen. Ganz ehrlich? Verarsch mich jetzt gerade schon, oder? Hallo? Okay, das habe ich irgendwie schwer in Erinnerung. Kannst du mir deine Pratzen wegtun, bitte? Danke, danke, danke. Okay. Was war das? Bitte, was war denn das jetzt? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. War Quaid wirklich so einfach? Und es tut mir immer noch leid, wenn man mein Gamepad im Hintergrund hört, aber ich habe immer noch das Beschissene. What the fuck? Was war denn das jetzt bitte? Quaid, bist du behindert geworden? Ich, das war nicht böse gemeint sein, aber... Hast du dir irgendein Bein gebrochen oder sonst was? Was soll denn der Scheiß? Okay, erstmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Und dann holen wir uns das Play Update. Ja, den Play Fall. Den Speed Booster. Laufe, bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Das ist was richtig, richtig, richtig Leckeres. Oh ja. Okay, wir nehmen Anlauf. Wir laufen. Wir laufen. Und wir laufen. Und wir laufen. Und bleiben an der Tür stehen. Das ist was richtig, richtig Tolles. Und wisst ihr, was auch noch richtig, richtig Tolles? Wenn man jetzt läuft. Also man läuft so. Und dann macht man zack. Dann kann man. Nein, dann kann man nicht. Ich will gerade einen Shinespark probieren, aber ich krieg den gerade nicht. Oh Mann. Ein Shinespark sieht folgendermaßen aus. Wenn man richtig. Okay, ich bin gerade zu blöd dafür, oder? Er geht doch gar nicht, hä? Hallo? Ja. Das war eine Sprungtür. Durch die muss er durchspringen anscheinend. Ja. Das meine ich doch, das braucht man noch einen Shinespark. Ich verarsch mich jetzt nicht hier. Hä? Ja, ich muss da oben durch, ist klar. Also hier durch. Ist alles. Also, ja, ist alles recht so. Nur. Wenn ich mal irgendwann nicht von diesen scheiß Augen mal getroffen werde, dann schrei ich Halleluja. Oh. Überleg gerade in der Richtung und Sprung, oder? Hm. Wenn man so läuft, klar. Wird man schnell. Wenn man runterdrückt, bleibt man so. Hm. Es kann sein, dass ich gerade extrem blöd im Kopf bin oder sie gerade das Spiel verwechseln? Nein. Das Spiel wechseln kann nicht sein. Nee. Gibt es hier echt kein Shinespark? Ich sag einfach mal, was ein Shinespark ist. Shinespark ist, wenn man enormst schnell in eine Richtung sparkt. Ja, also schießt einfach. Man ist eigentlich wie ein Blitz. Man wird wie ein Blitz in die Richtung geschossen. Ja. Na, ich bin inkompetent. Oh, Kinders. Okay, wenn wir jetzt hier links runter gehen, dann müssten wir runter zu dem blauen Raum unten kommen. Och nee, halt. Ich glaube, das unten war... Ah, ein Licht.
Ich glaube, das unten, das kann auch gewesen sein, dass es nur ein Missile-Container für uns bereithielt. Und ich den natürlich mal gekonnt übersehen habe. Hä? Ich blick nicht mal durch. Ich muss da nochmal runter, ist doch scheiße, ganz ehrlich. Oh, shit. Oh Mann, tut mir extrem leid. Aber ich habe gesagt, ich mache 100% und ich mache 100%. Ah, er geht, er geht, er geht. Okay, diesmal aber. Genau so schaut ein Scheinsbug aus. Links geht's da. Nee, ich schau mal rechts. Und das ist was sehr, sehr Nettes. Schon wieder ein Speicherraum. Ich will nicht die ganze Zeit Speicherräume haben. Ich will Updates und ganz viel anderes Zeug. Geht's hier wieder durch? Nee, geht nicht durch. Screw Attack. Okay. Wieder an meine lieben Abonnenten in die Kommentare schreiben. Crate, Speicherraum, rechts, Screw Attack, okay? Danke. Sonst vergesse ich das wieder. Das heißt ja Let's Play, also tut was für eure Videos. Ah, oh, Lag. Ah, Hilfe. Boah, auf der Flucht. Nein. Super. Das war... Mann. Krieg die Motten. Ach, ich liebe es. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Das war's mir wert. Okay. Ach, jetzt sind wir wieder in dem Hauptschacht, genau. Es kann natürlich auch sein, wenn wir hier ganz runter gehen, dass wir dann... Decke kaputt. War klar. Die auch. Ah ja, wir kommen hier irgendwie wieder runter. Das ist schön. Ah ja, hier kommen wir an den roten Raum links, an die rote Tür, an die rote Tür halt ran. Oder nach oben. Hey, da oben ist auch noch ganz viel frei. Ahaha. Oh mein Gott. Kleine Knubbel. Dankeschön. Ja, oh mein Gott. Hier ist viel zu viel los. Ich bin immer noch baff, dass ich Crate so straight erledigt hat. Immer noch ein... Nein. Nein, 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 nein. Ich will hier... Super. Das ist eine Falle. Das ist eindeutig eine Falle. Oh, Mann, 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 Mann. Es geht so viel schief. Ah, Kartenterminal. Sehr schön. Kommt ein bisschen spät, aber... Was soll's? Ah, fuck, wir kommen da nicht mehr runter. Da, doch, wir. Ja, scheiß gelaufen. Ja, wenn wir da rechts rumgehen, kommen wir runter, aber. Doof. Das ist nicht gerade der optimale Weg. Sagen wir es mal so. Mal schauen, meine Stimme überschlägt sich manchmal ein bisschen. Oder unterschlägt sich, was weiß ich. Ach ja. Oh. Knubbel! Lass mich hier. Auch die Kleinknubbel erheben sich gegen mich. Was ist jetzt los? Oh Mann, 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 Mann. Alles geht schief. Ha! Hier ist auch nichts. Wo ist es der Sinn und Zweck dieser? Das soll mich doch echt nur ärgern, ey. Meine Güte. Du bist tot. Da oben gibt's hundertprozentig was. Nein. Mann. Was ist das für ein Scheiß? Super. Folgendermaßen. Wir kommen da nicht durch. Jetzt müssen wir. Ja, wir müssen. Weil ich muss. Da oben in den Raum rein, dann... Das ist doch alles Scheiße jetzt hier.
alles Bullshit. Part ist eh gleich vorbei. Ich bin total unzufrieden mit mir. Total. Unzufriedener geht's fast gar nicht. Na, ich spiele irgendwie zurzeit gar nicht schlecht. Was ist... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Geh weg. Ach so. Okay. Nee. Hä? Ich dachte eigentlich... Achso, kann man die... ja, okay. Ja, super. Falsche Richtung, aber so in der Art sollte es ungefähr ausschauen. Also, zack und zack. Aha. Jetzt... Den kriege ich noch. Den kriege ich in diesem Part noch. Ganz einfach. Perfekt. Gut, dann sage ich erstmal mit diesem Mittelcontainer, wie viel haben wir jetzt eigentlich? 90 Stück. Aha. Immerhin. Von 250 gibt es insgesamt in diesem Spiel. Sehr schön. Während ich mich verabschiede, kann ich noch ein kleines Stückchen laufen. Gut. Ich sag dann schon mal, während ich hier ein bisschen rumlaufe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metroid Zero Mission. Rums, rums, rums. Oh! Ohohoho! Ja. Nein! Okay, das machen wir im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Gaba.